also Korruption an sich ist ja noch nicht das Problem. Du kannst komplett korrupten Staat haben, aber du kannst trotzdem funktionierendes Bankensystem haben, du kannst trotzdem gute Wirtschaftspolitik haben. Also China hatte immer ein Riesenproblem mit Korruption, die haben trotzdem die haben es über 40 Jahre hinweg geschafft, zweistellige Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Also da jetzt, Bruder. ja, es, also und Also Das ist absurd. diese Erklärung, Korruption ist das alles Entscheidende, ist Quatsch. Korruption, die mag die Entwicklung behindern, die mag ein Faktor sein, aber die ist nicht der relevante Faktor. Der relevante Faktor ist die Wirtschaftspolitik, die betrieben wird. Okay, also du sagst quasi, dass die afrikanischen Länder sich nicht so entwickeln jetzt wie europäische, amerikanische oder wie China und dergleichen. Das liegt dann hauptsächlich an der Wirtschaftspolitik. Ja, und die ist halt durch internationale Einflüsse auch stark eingeschränkt. Also beispielsweise die gesamte die gesamte CFA-Fonds-Zone. Das sind die wettbewerbsschwächsten Volkswirtschaften in ganz Afrika. Sie haben ihre Währung alle an den Euro gebunden zu einem extrem schlechten Wechselkurs. Die können keine unabhängige Wirtschaft aufbauen, die können keine unabhängigen Industriestrukturen aufbauen. Das sind die Länder, wo so viele Militärputsche stattgefunden haben. China Faso, Mali und Niger. Hast du vielleicht Waren das auch mitbekommen letztes Jahr? die Länder, wo die Militärputsche maßgeblich von der CIA gesteuert worden sind? Oder Weil bin ich da jetzt ich bin? glaube, das ist noch nicht so gut erforscht, inwieweit halt die Amerikaner da, die ich glaube, also die sind relativ jung, diese Militärputsche. Diese Militärputsche, die sind jetzt gegen Frankreich, gegen die französische Hegemonie gerichtet. Okay, verstehe, Also verstehe. das sind so, also nach, ich bin ja jetzt auch nicht so tief in der Innenpolitik von jedem dieser Länder drin, aber nach allem, was ich mitbekommen habe, scheinen das sehr souveränistische Militärführungen zu sein, die einfach mit der Inkompetenz der demokratisch gewählten Politiker da nicht einverstanden waren. Also da hat man dann so eine, ja, Scheinwahlen abgehalten und immer, wenn Frankreich nicht gepasst hat, gab es dann irgendeinen Putsch oder dann ist der richtige Politiker zugunsten Frankreichs da an die Verstehe. Macht gekommen. Also so eine gelenkten Demokratien, die letztlich ja, de facto das Weiterbestehen des französischen Kolonialreichs zumindest in ökonomischer Hinsicht verwaltet haben, an der Macht waren. Und jetzt sind tatsächlich da Militärputsche gegen diese französische Hegemonie haben da stattgefunden. Also quasi auch gegen den noch verbleibenden Kolonialismus aus Frankreich. Verstehe. Das heißt, wenn sich diese Länder davon lösen könnten, vom Euroraum oder vom Euro, besteht da überhaupt die Möglichkeit dazu, rechtlich für die sich davon zu lösen, oder müsste man das irgendwie mit der Brechstange machen? Soweit ich informiert bin, also ich habe da in den letzten Monaten auch nicht mehr so aktuell die Nachrichten verfolgt, wollen die nicht am CFA-Fonds rütteln. Also zumindest nicht auf absehbare Zeit. Einfach weil sie nicht mit Frankreich anlegen wollten. Also da wäre letztes Jahr beinahe ein Krieg ausgebrochen. Also einige Nachbarländer, die haben angestachelt von der EU, angestachelt vor allem von Frankreich, schon einen Militäraufmarsch da gegen den Niger vorbereitet, wo auch ein Militärputsch stattgefunden hatte. Also ich glaube, diese Länder, die wollen zu einem neuen Modus Vivendi mit Frankreich kommen. Die wollen erstmal die französischen Truppen aus dem Land haben und die ärgsten ökonomischen Abhängigkeiten beseitigen. Beispielsweise hat der Niger die Uranpreise kurz nach dem Militärputsch angehoben. Also Okay. man wird sich da jetzt auf so diese grundsätzlicheren Ziele fokussieren und irgendwann wird man dann wahrscheinlich eine Reform des CFA-Systems gehen, nicht mal eine Abschaffung. Okay, verstehe. Also, weil ich in Also halte ich für meiner wahrscheinlicher. Also es ist natürlich einfacher, sich mit Frankreich zu einigen. Vor allem ist dann die Kriegsgefahr geringer, vor allem ist dann die Chance da, ja, besser rauszukommen, als wenn man da jetzt komplette Konfrontation setzt. Denn Weil was wirtschaftlich für hat Ansprüche Frankreich, hat Frankreich an diese Länder, weißt du? Das frage ich mich halt so. also französische Unternehmen bestreiten, also sind der wichtigste Handelspartner dieser Länder. Sie besitzen einen Großteil der Goldminen, der Rohstoffvorkommen. Frankreich hat Soldaten, wie gesagt, da vor Ort. Also Frankreich beutet diese Länder quasi aus, kann man so sagen. Ja, das französische Kolonialreich, das wurde zumindest in ökonomischer Hinsicht aufrechterhalten. So kann man es beschreiben. Verstehe. Ja, das ist einer der Punkte, die ich immer so ganz salopp ohne Hintergrundwissen einfach mal in den Raum geschmissen habe, ja, dass es vielleicht nicht unbedingt an diesen Ländern per se liegt, dass an der ortsansässigen Bevölkerung, dass sie irgendwie mindere Gene hätten. Ich muss es einfach nur so sagen, wie es immer formuliert wird. Ne? Es ist ja auch nicht der Einzige, der das formuliert, dass es diesen Ländern nicht gut geht, sondern ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen unser Eisen im Feuer haben. Ne? Wenn du das jetzt so bestätigst, mein Punkt war ja immer, ja, wir überweisen dort Kohle hin oder wir haben dort Unternehmen, westliche Unternehmen, die dort entweder die Rohstoffe ausbeuten, die Arbeitskraft ausbeuten oder ähnliches. Stichwort
Entwicklungshilfe, die auch nicht genutzt wird, um lokale Unternehmen voranzubringen, sondern auch dann in westliche Unternehmen gebuttert wird, die dann dort irgendwie Fabriken aufmachen oder Rohstoffe abbauen und so weiter. Und die ganze Kohle wird dann ja auch nicht im Land gelassen, sondern geht aus dem Land raus. Oder die schlichtweg Korruption sind. Also erstmal ein Grund. Auf diese Entwicklungshilfe kommt natürlich ein zigfaches, was wieder aus den Ländern rausfließt, dann viel zu billig verkauften Rohstoffen beispielsweise. Und, das meine ich genau. Wie gesagt, dieser CFA-Fonds, also diese Bindung an den Euro zu einem schlechten Wechselkurs, der sorgt dafür, dass diese Länder abhängig von internationaler Hilfe sind, dass sie niemals eine eigenständige Politik machen können. Und im Niger das Erste, was man gemacht hat, Kreditvergabe über die Weltbank und die Afrikanische Entwicklungsbank gestoppt. Also das Land von Hilfe abgeschnitten. Und sogar zwei südliche Länder, auch verbündet mit Frankreich, darunter Nigeria, haben dann wirklich komplett Handelsblockade gemacht und die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln verhindert, sodass die Nahrungsmittelpreise erstmal explodiert sind. Aber auch schon auch auf den Druck vom Westen, oder? Ja, natürlich. Nigeria hat seine Truppen da aufmarschieren lassen. Also das ist das bevölkerungsreichste, mächtigste Land in Afrika, Nigeria. Da gab es wohl zumindest in Teilen der nigerianischen Politik die Hoffnung, auch mal selbst Kolonialmacht in benachbarten Staaten sein zu können. Also das ist okay, ja. Ich verstehe. Ja, du, die Sklaverei und Kolonialmachtgeschichte, ich meine, das haben nicht wir westlichen Staaten uns gepachtet. Das gab es in der gesamten Menschheitsgeschichte schon auf der ganzen Welt. Ne? Das ist ja überall. Also der südafrikanische Staat, nachdem er vom Briten unabhängig geworden ist, ist auch erstmal in die ganzen Nachbarländer da reingemendet. Und hat bei sich zu Hause Apartheid gemacht. Also oder einer der schlimmsten. Hast du gerade reingemeddelt gesagt? Ja, reingemeddelt. Ja. Achso, ich hab reingemeddelt verstanden und dachte, das ist in deinem absolut normalen Sprachgebrauch drin. Nein. Ich wäre gleich unter den Tisch gefallen, ich werde schon rot. Alles gut. Alles gut, Entschuldigung. Ja, oder einer der Ich vergesse, ich bin Schmalkopf, ne? Afrika in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, das war der Kongo-Krieg, der von Ruanda begonnen wurde. So, gab mehrere, brauche ich jetzt nicht so detailliert drauf einzugehen, aber auf jeden Fall, wo Ruanda die treibende Kraft war. Also ein relativ kleines Land, das vor kurzer Zeit vorher selber noch einen Völkermord erlebt hatte, was dann erstmal Kolonialmacht spielt. In einem viel größeren, viel bevölkerungsreicheren Nachbarstaat. Also das ist äußerst schwierig. Ich meine, sie sind nicht ganz unschuldig, sagen wir mal so, dass es schwierig läuft. Aber allein wenn ich an die Frankreich-Geschichte im Niger denke, ne, wird mir halt einfach schlecht. Also ich denke mir halt, wenn jemand das mit meinem Land machen würde, ne, keine Ahnung, ich würde mich halt auch verpissen von da so. Auf Deutsch, weil ich mir denken würde, was will ich hier, wie will ich mir hier ein Leben aufbauen? Wenn fremde Staaten meine Wirtschaft kontrollieren, meine Ressourcen wegnehmen, ne, meine Währung klein halten, was soll ich denn noch da? Weißt du? Und deswegen frage ich mich halt, wie würdest denn du da, wenn wir jetzt über die Flüchtlinge aus diesen Regionen reden, wie würdest du da die Fluchtursachen bekämpfen? Was wären zu deinem, wenn du jetzt hier so einen Knopf hättest, ne, ich habe die volle Power, ne, ich habe die vollkommene Autorität über die ganze Geschichte, was würdest du machen? Also ich würde vor allem eine Sache machen, mit diesen Ländern eigene Währungen geben, beziehungsweise die sie schon haben, da über Wechselkurskoordination sprechen. Also Entwicklungshilfe ist nicht sinnvoll, selbst wenn sie für sinnvolle Sachen eingesetzt wird, werden die Länder ja abhängig davon. Also die sollten die Projekte, die sie selber brauchen, auch selber finanzieren. Also du kannst die Industrie in einem Land nicht über Auslandshilfe aufbauen. Also sowas funktioniert einfach nicht. Die Länder müssen dann über Schulden machen, oder? Der Staat soll dann Schulden aufnehmen, quasi bei uns. Oder wie gesagt, das soll eben nicht passieren. Das soll eben nicht passieren. Also nicht über Auslandshilfe. Aber wo sollen sie die Kohle dafür hernehmen? Quasi die Sachen selber aufzubauen. Über ausländische Direktinvestitionen von Unternehmen. Ich weiß, das ist risikoreich. Dann über den Aufbau eigener Unternehmen. Und das geht nur, indem sie wettbewerbsfähig werden. Das geht vor allem über Währungsabwertung. Sie müssen ihre Währung so schwach halten, dass sie immer so leichte Leistungsbilanzüberschüsse haben, dass sie unabhängig vom Rest der Welt sind. Sie unabhängig davon sind, ob es irgendwo eine Finanzkrise gibt. Also dafür müssen sie leichte Leistungsbilanzüberschüsse machen oder zumindest eine ausgeglichene Leistungsbilanz haben. Dafür müssen sie ihre Währung immer schwach genug halten und dafür braucht es Wechselkurskoordination. Diese Währung nicht frei schwanken lassen. Da muss ein starker Gegenpart, sei es die Eurozone, sei es China, sei es Japan, ein großes Industrieland, ein großer Währungsraum. Also wie gesagt, das könnte sogar schwächere, also etwas schwächere Staaten wie Russland könnten diese Rolle einnehmen.
Auf jeden Fall Länder mit einer halbwegs stabilen Währung, die in den internationalen Finanzmärkten nicht so stark schwankt, dass die sagt, so, wir sichern eure Währung ab diesem Niveau ab, wir stützen sie und wir orientieren uns dabei an euren Inflationsraten, damit eure Wirtschaft immer wettbewerbsfähig genug bleibt. Und im Gegenzug machen wir gemeinsam Handel, im Gegenzug haben wir wirtschaftlich friedliche Beziehungen, also im Gegenzug handeln wir einfach, also einigen wir uns auf gemeinsame Standards und das wäre ein Deal, der zum gegenseitigen Vorteil wäre. Also wenn du klingt so stabil, wenn man allein drüber nachdenkt, ne? Wenn du also bei dir. Anfangen würde ich damit also jetzt einfaches Eigeninteresse mit den Staaten, die um die Europäische Union herumliegen. Also wir brauchen hier, also wir haben da ja ein großes Problem mit Flüchtlingsströmen in den letzten Jahren gehabt. Wenn du dieses Problem lösen oder zumindest fast komplett lösen wolltest, dann bräuchtest du einfach nur Goethe in stabilen und sicheren Staaten um die Europäische Union herum. Das heißt, das Erste, was du machen solltest, wäre da nicht einzumarschieren, so wie man das oder da irgendwelche Waffen und Terroristen zu liefern, wie man das in Syrien und Libyen gemacht hat. Und das Zweite wäre, wie gesagt, Wechselkurskoordination verhandeln über Handelsabkommen und dann Hilfe bei der Wirtschaftspolitik, dort Hilfe beim Aufbau staatlicher Institutionen. Also das wichtigste Ziel muss sein, dass dort erstens Vollbeschäftigung herrscht und dass dort zweitens eine ausgeglichene Leistungsbilanz herrscht. Das sind die zwei wichtigsten wirtschaftlichen Ziele. Wenn die erreicht und die Währung muss gekoppelt sein. Irgendwo. Dann wird es da keine große wirtschaftliche Abwanderung geben und dann werden diese Länder, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen müssen, wenn weiter südlich Krisen sind, dann werden sie das auch sehr viel leichter bewerkstelligen können, ohne dass sie die dann in die EU weiterleiten müssen. Das heißt, allein aus Eigeninteresse wäre das das Sinnvollste, was wir machen können, dass wir mit diesen Ländern Abkommen schließen und mit denen zu einem neuen Modus vivendi kommen. Und das Ganze dann quasi einfach so wie so ein Teppich nach außen immer weiter ausbreiten. Ja, und ja, halt willige Länder, aber die Länder, die um die EU herumliegen, also die nordafrikanischen Staaten, Libanon, Syrien, die sind, aber also Syrien ist komplett zerstört dank des Krieges, aber die sind ja eigentlich, das sind ja eigentlich relativ, das sind ja wesentlich weiterentwickelte Staaten, als du in Afrika hast. Das heißt, da könntest du das erstmal versuchen und wenn es gut funktioniert, könntest du sagen, so, in Afrika, die Staaten, die hier bereit sind, das sollte natürlich alles auf Freiwilligkeit basieren. Wir haben hier einen Vertrag, der sieht so aus. Ihr müsst die staatlichen Reformen machen, überhaupt die staatlichen Strukturen, damit ihr überhaupt die notwendige Wirtschaftspolitik betreiben könnt. Im Gegenzug garantieren wir euch stabile Wechselkurse und Finanzhilfe in Krisenzeiten. Also dass die internationalen Finanzmärkte, ne? Ja, dass die internationalen Finanzmärkte nicht sagen können, so, ihr zahlt jetzt mal 20% auf eure Dollaranleihen, sondern man sollte die Verhältnisse so gestalten, dass diese Länder gar keine Schulden in US-Dollar haben. Das sollte das Ziel sein. Dass damit diese der Dollar keinen Einfluss drauf haben kann, ja, und die dass diese Länder kann über ihr eigenes Schicksal entscheiden können. Die sollten auch keine Schulden in Euro haben. Die sollten mit ihrer die sollten über ihre nationale Währung verfügen können. Und natürlich wird es da einen gewissen Anteil in Fremdwährungsschulden geben, aber dem sollte ein entsprechend hohes Vermögen im Ausland gegenüberstehen. Und dafür braucht man halt mindestens eine ausgeglichene Leistungsbilanz, wenn ich leichte Leistungsbilanzüberschüsse. Das sollte das Ziel sein. Erstmal mindestens eine ausgeglichene Leistungsbilanz und Vollbeschäftigung. Das sollte das oberste Ziel sein, wenn man mit diesen Ländern Abkommen schließt, wenn man da dafür sorgen will, dass sie eine nachhaltige Wirtschaftspolitik machen. Verstehe. Ich meine, du könntest ja auch sowieso argumentieren, okay, wir haben dieses Pilotprojekt schon gestartet. Jetzt in Ländern wie Libyen, wie Syrien oder sonst wo, nahe an der Eurozone, da hat es super gut funktioniert. Wir haben diese Voraussetzungen an euch, ne? Wenn ihr die liefern könnt, dann machen wir das gleich wie in diesen Ländern. Schaut es euch an, so ist es gelaufen. Ist jetzt stabil nach, keine Ahnung, 5 Jahren, nach 10 Jahren. Übrigens, danke dir einmal für den Raid, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, wie lange wir noch diskutieren. Da habe ich gleich alle zu dir rübergeradet. Das ist super lieb. Hat noch keiner reingeschrieben. Wir machen mal ganz entspannt hier. Ne? Können wir ja mal gucken, je nachdem, wie lange wir noch Bock haben. Es ist halt für mich immer super schwer, als Laie gegen so, sag ich mal, eugenische Argumentationsstrukturen gegenzuhalten. Ne? Da irgendwie zu beweisen, dass es quasi nicht an den Personen per se liegt, sondern an der Wirtschaftspolitik. Ich komme aus der Raid-Grüße vom AG-Hashtag AGAMI. Ja, eben, du warst schon vorher da, lüg nicht rum. Wie gesagt, dafür müsstest du dich aber komplett vom Neoliberalismus lösen. Du müsstest nicht sagen, okay, wir geben euch hier Hilfe und dafür macht ihr dann die und die Wirtschaftspolitik. Wie die Länder das dann genau machen, das kann uns egal sein. Können hier sozialistische Staatswirtschaft machen und dadurch sich eine wettbewerbsfähige Industrie aufbauen, wenn sie es können, wenn sie es hinkriegen. Oder die können komplett sagen, der Staat hält sich raus, macht laissez-faire, aber er sorgt halt durch eine gute Konjunkturpolitik dadurch, dass der Privatsektor floriert.
Wie die Länder das dann, also wahrscheinlich würde irgendwas dazwischen, also ein intervenierender Staat, der eine aktive Industriepolitik macht, der, also was wir hier in Europa in den 50er bis in die 70er hatten, was man in Japan lange Zeit hatte, also das wäre wahrscheinlich die erfolgversprechendste Strategie, das hat ja auch in China so gut funktioniert, aber das sollten wir gar nicht entscheiden, das sollten die jeweiligen Länder entscheiden, du kannst ja auch in bestimmt, also das sind in Afrika häufig viel Völkerstaaten, da braucht die eine Region vielleicht eine völlig andere Wirtschaftspolitik als die andere Region. Das sollten wir nicht entscheiden, sondern wir sollten erstmal sagen, wir sorgen dafür, dass euer Wechselkurs stabil bleibt, dass eure Außenhandelsbedingungen stabil werden, dass ihr mit dem Rest der Welt vernünftig Handel treiben könnt, dass Unternehmen bei euch Planungssicherheit dadurch haben. Denn wenn der Wechselkurs sich heute halbiert, dann morgen wieder verdoppelt, dann kann kein Unternehmen planen. Dann investiert da kein Unternehmen. So können die Unternehmen. Verstehe, so ist die Grundlage dafür geschaffen, dass die Länder stabile Zinspolitik machen können, dass sie sich ein eigenes Bankensystem aufbauen können, dass Kredite zu niedrigen oder zumindest zu stabilen Zinsen vergeben kann. Da können die sich auch eine eigene Wirtschaft aufbauen. Wie gesagt, all diese Dinge, die man in China hatte, die China von selbst hergestellt hat, das kann man von außen unterstützen, aber dafür muss man sich von diesen ganzen Dogmen des Neoliberalismus lösen. Es braucht keine freien Devisenmärkte. Ganz im Gegenteil, die Devisenmärkte müssen eingehegt werden. Es braucht keine unabhängige Notenbank. Und es braucht auch keinen sparenden Staat oder so, sondern es braucht einen Staat, der dafür sorgt, dass die Wirtschaft stark wächst. Und wenn der Privatsektor nicht investieren will, dann muss das halt der Staat machen. Also man muss sich von dieser Ideologie lösen, man muss wirklich pragmatisch schauen, was braucht die Wirtschaft, um sich entwickeln zu können und nicht, wie können wir irgendwie, keine Ahnung, die Staatsdefizit senken oder die Inflation senken. Also wie kann die Zentralbank die Inflation senken? Das ist ja sowieso bescheuertste Idee, wenn die Zentralbank dann die Zinsen auf über 100% hochhaut, wie das häufig genug der Fall war. Was passiert dann die Wirtschaft? Auf wie viel? Hat man in vielen Schwellenländern macht man das immer wieder. Also in Argentinien, da hat die Zentralbank auf Anleitung des IWFs in den letzten Jahren die Zinsen auf über 100% hochgeknüppelt. Mit was für einer Begründung? Du machst Inflation doch das Land damit kaputt. Über 200%. Jetzt mittlerweile. Also es hat nicht mehr Erfolg gehabt. Also es ist eine absolute Katastrophe. Aber man hat halt diese Ideologie, hohe Zinsen, die senken die Inflation. Wie gesagt, der Wirkungskanal mag existieren, aber es ist erstmal nicht so einfach. Und zweitens, wenn du dann die Inflation runtergeprügelt hast, aber dann deine Wirtschaftsleistung sich halbiert hat, was bringt dir das? Also die ganzen afrikanischen Staaten, die in dieser CFA-Frauenzone sind, die haben alle eine niedrige Inflation. Natürlich, weil ihre Währung an Euro gekoppelt ist. Im Euroraum ist eine niedrige Inflation, also haben die Staaten dann natürlich auch eine niedrige Inflation. Die haben sie sich dann importiert. Aber wenn der Wechselkurs so stark ist, dass sie keine wettbewerbsfähige Wirtschaft haben, wenn sie dann riesige Leistungsbilanzdefizite haben, dann würde ihnen eine eigene Währung mit etwas höherer Inflation, mit Abwertung gegenüber dem Euro, viel, viel besser tun. Also niedrige Inflation ist kein Selbstzweck. Niedrige Inflation ist gut, weil du damit besser planen kannst, weil eine hohe Inflation stärker schwankt und damit die Konsumentenunternehmen keine Planungssicherheit haben, die in fremde Währung getrieben werden. Aber eine niedrige Inflation, die zu einem kompletten Siechtum führt, die ist noch viel schädlicher als eine hohe Inflation, die mit Entwicklung einhergeht. Verstehe. Okay, super, super interessant. Also das ist auf jeden Fall ein sehr viel komplexerer Sachverhalt als jetzt irgendwelche populistischen Talking Points da in ein, zwei Sätzen zusammenfassen könnten. Man müsste vor allem auch sehr viel mehr Aufwand betreiben, um diesen Ländern zu helfen. Ne? Wenn du schon sagst, die neoliberalistischen gar nicht mal. Grundgedanken dahinter, also, der Neoliberalismus ist ja müsste ja weg. Ach so, ja, aber es ist für uns kein wirtschaftlicher Aufwand, den Wechselkurs zu stabilisieren. Das kostet nur ein ideologischer. Nur ein ideologischer. Ach so, ein ideologischer Aufwand, das definitiv. Ja, aber es ist, wie gesagt, diese Idee, wir können da Geld drüber überweisen und dann entwickelt sich da was, die ist sowieso sehr naiv. Also die scheinen ja manche zu haben und dafür dient Entwicklungshilfe gar nicht. Entwicklungshilfe, das sind, wie gesagt, Bestechungsgelder, das ist, um die dortige Elite auf Linie zu halten, das ist da, um unsere eigenen Konzerne zu fördern, das wird meistens sowieso nicht dazu genutzt, dass sich da was entwickelt. Da ist Chinas Ansatz, also wir geben den Ländern Kredite und dann bauen sie sich Infrastruktur viel, viel besser. Also das... Der chinesische Ansatz, der greift auch viel zu kurz. Aber wenn man zumindest wollte, dass die Länder eigene Wirtschaften aufbauen, und ich hatte ja schon erklärt, wenn wir dieses Flüchtlingsproblem lösen wollen, wenn wir eine starke Außenwirtschaft haben wollen, also davon profitieren wir auch selber, wenn der Handel mit den Ländern Nordafrikas blühen würde. Also das wäre ja für uns auch gut. Handel zum gegenseitigen Vorteil, das wäre mein Angebot. Gar nicht, wir helfen denen jetzt, sondern wir machen eine Politik, die am Ende auch uns selbst hilft. Ja, also Erwin spricht da immer von Wettbewerb statt Konkurrenz. Ne? Wäre, denke ich mal, in dem Fall auch sinnvoll, dass man einfach versucht zu kooperieren, ne? Anstatt zu konkurrieren und sich gegenseitig auszustechen mit solchen Sachen.
Ja, und das ist ja auch keine gute Strategie. Also Frankreich ist ja da zu Recht so verhasst, weil es diese Länder ökonomisch so ausplündert. Also wenn Frankreich sich so verhalten hätte wie China und diesen Ländern einfach Kredite gegeben hätte, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eingemischt hätte und die Infrastruktur da bezahlt hätte, dann hätte Frankreich durch die Kredite wahrscheinlich auch Gewinne gemacht, hätte da sogar einen gewissen Einfluss gehabt. Aber es wäre jetzt nicht so, das verhasste Kolonialregime, was alle sofort loswerden wollen. Ja, man muss ja irgendwie größere Profite gewittert haben in der aktuellen Strategie, Definitiv. ne? Kurzfristig ja, aber langfristig ist es besser, wenn man gute Beziehungen mit den dortigen Ländern hat und nicht, wenn man, deswegen ist Russland auch so gut gelitten, weil die Sowjetunion eben nie so eine Kolonialmacht war. Zumindest nicht in Afrika. Verstehe, verstehe. Ich kenne mich jetzt nicht mit dem Einfluss der Sowjetunion auf Afrika aus. Die Allgemein hat sich kenne ich da mich da immer relativ wenig aus. antiimperialistisch positioniert, auf Seiten von Befreiungsbewegungen, auf Seiten von linksnationalistischen Regierungen, während die USA, die anfangs auch keinen schlechten Ruf hatten, das ja auch für die Unabhängigkeit der Kolonien waren, dadurch, dass sie sich immer auf die zuverlässig auf die Seite der schlimmsten und übelsten Diktatoren gestellt haben und dabei mitgeholfen haben, diese mit an die Macht zu bringen, sich ihren Ruf auch mehr oder weniger verspielt haben. Und die ehemaligen Kolonialmächte wie Frankreich, die sowieso. Ich frage mich halt, warum Amerika das macht. Ich meine, wie gesagt, wahrscheinlich wieder kurzfristiger Profit, ne? Und Kampf gegen den Kommunismus. Also es war ja Gefahr, dass die zur Sowjetunion überlaufen und dann lieber gleich stabilen rechten Diktator, der da das Land unter Kontrolle hält und dann noch brav das tut, was der IWF sagt. Das wäre ja Also furchtbar, wenn der ideologische Feind irgendeine Macht gewinnen würde. sich über Korruption in Afrika zu beschweren und dann jahrzehntelang so jemand wie Mobutu zu unterstützen, also einen der korruptesten Diktatoren Afrikas, und da mitzuhelfen, den an die Macht zu bringen. Also es war ja nach dem im Kongo von 1960 bis 1965 Bürgerkrieg geherrscht hat, der Diktator bis 1997. Und der wurde vom Westen immer unterstützt, denn er war strammer Antikommunist und er hat das gemacht, was internationale Finanzinvestoren wollten. Aber währenddessen seine Verstehe. eigene Wirtschaft zugrunde gerichtet. Also der Kongo, der ist unter ihm noch weiter abgestürzt. Verstehe, verstehe. Es scheint immer zu sein, so zu sein, dass der Neoliberalismus oder der Kapitalismus einfach versucht, ohne Empathie die Länder auszubluten und eine Machtposition herzustellen. So fühlt sich das zumindest für mich an. Allein wenn wir jetzt über die Rohstoffausbeutung im Niger sprechen, Gold und Mineralien und so weiter, ne? Was heißt Empathie? Also wir Europäer, also wenn wir jetzt hier Europa als eigenen Großraum hätten, haben wir ja noch nicht mal, also Europa ist ja mehr oder weniger in amerikanischen, russischen Großraum gespalten, aber wenn wir wirklich eigene Politik machen wollten, dann hätten wir durchaus ein Interesse daran, dass wir gegenüber anderen Großräumen jetzt keine feindliche Position einnehmen, sondern einfach ökonomisch in einer starken Position bleiben, um global unsere eigenen Vorstellungen mit einbringen zu können. Also ökonomische Stärke ist letztlich auch politische Stärke. Und gerade dann wäre es erstmal von Vorteil, dass uns arme Länder in Afrika nicht feindlich gesonnen sind, sondern ganz im Gegenteil, dass wir gute Beziehungen hätten und dass wir zweitens dass wir ein florierendes Umland hätten. Also dass die Länder in Nordafrika und im arabischen Raum uns auch nicht feindlich gesonnen sind, sondern ganz im Gegenteil, dass da die Wirtschaft gut wächst, dass davon wiederum wir selbst profitieren, dass wir dann uns auch dadurch internationalen Einfluss sichern. Also es ist in unserem eigenen Interesse. Man kann es nicht häufig genug sagen, dass wir ja, mit diesen Ländern gute Beziehungen haben und entsprechend auch, dass wir ein Interesse an deren Wohlergehen haben. Ich verstehe halt nicht, warum das nicht gemacht wird. Aber was heißt, ich verstehe es nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass es halt einfach Machtinteressen sind, so. Wir wollen mehr Macht haben als die, weil wir Ja. in der rechten Welt leben, so. Nicht mal wir, Europa macht ja nicht mal eine eigenständige Außenpolitik. Es ist ja ein einziges Trauerspiel. Also Hickey schreibt es auch gerade. Wir profitieren noch gar nicht von der Wirtschaft. Die Wirtschaft gibt das doch gar nicht an die Bevölkerung weiter. Nee, gewiss nicht, gewiss nicht. Also Da davon müsste man aber. profitiert nur eine kleine Machtelite und die sitzt gar nicht mal, also ja, natürlich auch teilweise hier in Europa, in Westeuropa, aber hauptsächlich in den USA. Ich bin da gar nicht mal so tief drin, wer das dann genau alles ist, ne? Aber so Leute wie Warren Buffett wahrscheinlich, Leute, die bei BlackRock Investoren sind, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das Finanzkapital auf jeden Fall. Also wenn du, das machen ja auch viele afrikanische Länder, die setzen die Zinsen nach oben viel zu stark für die Wirtschaft, du ruinierst damit deine Binnenwirtschaft. Aber weißt du, wer davon profitiert? Carry Trader, die auf diese Währungen gehen, die Währungen damit aufwerten, damit die Wirtschaft dort noch weiter ruinieren, aber fette Zinsgewinne einfahren können. Also es ist, hatte ich auch schon häufiger erwähnt, es ist ein einziges Trauerspiel und
Ja, das Finanzkapital, das ist da auf jeden Fall dabei. Es ist Wahnsinn, ey. Ich hoffe, dass sich da irgendwas nochmal ändern wird, ne? Ich meine, wir zwei können da jetzt auch nur in unserem begrenzten Ausmaß Aber irgendwie was dagegen tun, so, ne? geostrategisch, also wenn jetzt wirklich aus Sicht Europas, wie gesagt, ist meiner Meinung nach nicht so schlau, aber aus Sicht der USA, wenn du jetzt wirklich diese Full-Spectrum-Dominance hast, dann hast du natürlich kein Interesse daran, dass irgendwo ein konkurrenzfähiger Wirtschaftsraum entsteht. Wenn dann in Argentinien die Wirtschaft vor sich hinkrepelt, dann ist und die Argentinien quasi unter der Regie des IWF steht und keine eigenständige Politik mehr machen kann, dann ist das aus geostrategischer Sicht für dich sehr gut. Politisch Ja, instabile natürlich, Staaten, die ja. lassen sich leichter kontrollieren. Und ja, wie gesagt, aus europäischer Sicht ist das gar nicht mehr so gut, weil in Europa werden gar nicht mehr die geostrategisch wichtigen Entscheidungen gefällt. Also das muss man dann dazu sehen. Ich meine, es fühlt sich auch so an, als wären wir irgendwie so mittendrin, aber nicht dabei. Weil die ganzen Entscheidungen jetzt auch bezüglich Ukraine und so weiter, die hängen ja auch alle von der USA ab, Ja, Putin hat auch gefühlt. schon gesagt, er verhandelt nicht. Also mit irgendwelchen Akteuren aus der Europäischen Union, da gäbe es nicht mehr zu verhandeln, mit Kiew auch nicht. Also er verhandelt nur noch mit Washington. Okay. Also Bring mir jetzt mal die ist eine realistische Großen Einschätzung. her. Ja. Verstehe, verstehe. Kann es sein, dass Amerika einfach auch ein bisschen Angst hat, die Machtposition in der Welt zu verlieren, jetzt wo China Definitiv. und Indien so hochgehen? Definitiv. Und deswegen ist es ja so schlecht, dass sie in der dritten Welt so unbeliebt sind. Weil die Deswegen dritte wäre. Welt, da hat China schon investiert vor vielen Jahren. Ja, und Ja. die USA, die haben diese ganzen IWF-Programme mit unterstützt. Die haben in vielen Ländern Militäreinsätze gestartet. Die sind extremst unbeliebt. Und das ist da jetzt eine Alternative zum IWF. Also China gibt da ja jetzt keine altruistischen Hilfen raus, sondern wie gesagt, China gibt den Ländern Kredite und sagt einfach Kredite, nur, zahlt die ja. zurück. Also das ist das Einzige, Ja, was China sagt. genau. Das ist jetzt ja keine Hilfe in dem Sinne, aber es ist viel, viel besser als alles, was der Westen bzw. der IWF vorher zu bieten hatte. Ja, absolut. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich weine denen keine Träne nach, wenn die ihre Machtposition in der Welt verlieren. Ich weiß nicht, ob ich es zu meinen Lebzeiten noch erleben werde, ne? Weiß jetzt nicht, wie schnell das geht, aber ich weine denen keine Träne nach. Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, man redet ja immer davon, wenn ein Tier in die Ecke gedrängt ist, packt sie Klauen aus, ne? Dann handelt es in der Regel aggressiver als, sag ich mal, in einem normalen Kampf, ne? Wenn jetzt Amerika mit dem Rücken zur Wand steht oder Russland mit dem Rücken zur Wand steht, ob das vielleicht noch ein bisschen schwierig werden könnte, gesamtgeopolitisch. Wenn Amerika seine Machtposition verlieren sollte oder es droht, weil, keine Ahnung, der Dollar zum Beispiel einbricht, ne? Ist ja, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, verliert der Dollar momentan auch ziemlich an Kraft, ne? Ob dann vielleicht auch nochmal der Amerika sich aufbäumen könnte, vielleicht sogar unter Trump. Weil der wird ja wiedergewählt werden, 100%. Was heißt aufbäumen? Es geht jetzt erstmal darum, China niederzuhalten. Ist es noch möglich, deiner Meinung nach? Friedlich nicht und auch nicht nur mit Wirtschaftskrieg wahrscheinlich auch nicht. Aber es kommt darauf an, wie sich andere BRICS-Staaten verhalten, wie stabil die. Also wenn es wirklich so einen globalen Wirtschaftskrieg gäbe und die USA sagen so, ihr, alle Unternehmen der Welt, ihr unterscheidet euch entweder der amerikanische oder der chinesische Markt, beziehungsweise wir Europäer, wir würden dann natürlich doof hinterher trotten und dann sagen, so, wir beteiligen uns an einer Wirtschaftssanktion gegen China. Wenn das passiert, dann kommt es stark darauf an, wie sich die BRICS verhält. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich viele Länder so eine Kampfansage der USA nicht gefallen lassen würden. Also, wie gesagt, ich hoffe ja nicht, dass wir noch einen militärischen Konflikt erleben, aber Ja, hoffe ich auch nicht. Hoffe ich auch definitiv nicht. Die Zukunft ist offen. Das kann man nur sagen. China ist aktuell in der stärkeren Position, rein wirtschaftlich gesehen. Und wenn es zu keiner großen Eskalation kommt, dann verbessert sich die chinesische Position mit jedem Jahr. Okay. Ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise dann noch hinführen wird. Na, ich werde es auf jeden Fall alles sehr, sehr nah beobachten in meinem Kosmos. Ich meine, du wirst immer tiefer drin sein, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, du hängst den ganzen Tag da drin im Kopf, ne? Fast schon bis zum Bauchnabel im Rabbit Hole, ne? Eigentlich. Ich habe jetzt mal angefangen, mal wieder Krimis zu lesen und nicht immer nur irgendwas Politisches. Ich habe Hi. jetzt Manufacturing Consent mal unterbrochen. Und meinst du, es hat für die Psyche positive Auswirkungen? Bei Ist auf jeden Fall dir? spannender zu lesen. Also wenn du mal so eine Unterhaltungsgeschichte liest, im Gegensatz zu sowas, ja, eher trockenem. Hm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist ja auch so ein Phänomen, dass man sagt, Digga, mach einfach mal Twitter aus. Ne, es Ja, ist, tut Twitter auch bin nur ich noch sowieso gut. nicht so häufig. Also da kündige ich Sachen an. Stimmt. Likes meine Posts. Ja, aber auch nicht so viel. Viele.
Ich bin da tatsächlich auch gar nicht mal so viel. Ich habe einfach gemerkt, du, wenn ich zu viel auf Twitter hänge, da werde ich einfach nur sauer. Das macht das, einfach nur wütend. Ja, du kriegst manchmal interessante Neuigkeiten relativ früh. Also schneller als du das stimmt. Medien bekommst oder andere Sachen, weil du folgst, weil du auch bestimmten Leuten folgst. Beziehungsweise für die Reaktion hier lustige Clips. Aber seitdem ich bei YouTube gestrikt wurde, habe ich dieses kurze Videos machen irgendwie aufgegeben, weil es nervig ist, das dann auch noch auf Rumble und Odyssee hochzuladen auf YouTube. Da weiß ich, wenn ich da einen kurzen Clip von Dekadent nehme, dann schauen sich das 200.000 Leute an. Das lohnt sich dann mal kurz zu sagen, guck mal, was Karl wieder gesagt hat. Aber auf Rumble, da kriegt das keiner mit. Du brauchst du darauf auch dann nicht zu reagieren. Da stellst du dann ja, die längeren Sachen hoch, die also so ein Talk zwischen uns beiden beispielsweise, der dann auch noch in einem Jahr, den man sich dann auch noch in einem Jahr angucken kann. Aber so, ja, solche kurzen Ausschnitte, solche kurzen Reaktionen, die braucht man für Rumble, wo dann drei Leute das sehen, nicht zu machen. Das stimmt wohl, ja. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wo bei uns beiden die Reise hingeht. Ich meine, du bist noch relativ jung im Streaming. Also bei mir kann ich es mir sehr gut vorstellen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht so mit dir talk oder mit Lexi talk, ich habe schon ein ziemlich breites Maul, ne? Also ich sag schon eher, was ich denke, auch in der bäuerlichen Umgangssprache, sage ich mal. Das kann schon passieren, dass da im, sag ich mal, humorbeschränkten Online-Umfeld da dem einen oder anderen mal der Meldefinger ausrutschen wird. Das kann sein. Kann sein, dass ich wie Erwin demonetarisiert werde, wenn ich zu sehr gegen manche Fraktionen schieße. Ne? Bei dir kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil du ja auch sehr direkt bist, ne? Also du hast ja auch zum Beispiel das Verhalten von Neitern faschistoid genannt. Fruity hat sich dafür entschuldigt. Nein, habe ich nicht mal. Nicht. Was waren das dann? Irgendwas hast du auch faschistoid genannt. Entschuldigung, mein Fehler. Das war das hat mir Neitern vorgeworfen, aber das habe ich in der Form tatsächlich nie gesagt. Aber ich finde den Vorwurf durchaus legitim, das habe ich gesagt. Ja, ich würde mich dem Vorwurf auch anschließen. Also ich sag's mal so, wie Outlaw auch gerade, Outlaw ist auch gerade bei mir eine schön noch ein bisschen Kontaktschuld schippenweise auf den Laster laden. Immer ehrlich bleiben, das bin ich halt, ich rede halt, was ich denke. Dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich gesperrt werde. Falls ich nicht gesperrt werde oder falls wir beide nicht gesperrt werden, bin ich mal gespannt, ob wir dann in einem Jahr, also wir werden wahrscheinlich noch öfter reden, aber in einem Jahr nochmal auf das Thema zurückblicken. Schreib mich einfach an, wenn du irgendwas Aktuelles hast. Ich mag es, mit dir zu reden. Es ist, jetzt würde man, also, keine Ahnung, ich habe mit meinem Vater früher solche Gespräche geführt, der hat einen ungefähr ähnlichen Sachverstand. Ja, und das ist ein schöner Ausgleich, das mal wieder zu haben, sage ich mal. Mal weg von der ganzen leichten Geschichte, sondern mal ein bisschen Input ins Gehirn. Ja, was denn? Hier waren 65 Leute, die es nicht kapiert haben. Also, dann schwierig. Danke dir, da deswegen auch mal kurzer Lacher, aber Import vorhin noch geschrieben. Ich finde die Aussagen in diesem Stream nicht nur unangemessen, sondern auch kriminell. Was? Dann meld mich doch. Ach, schön. Nee. War heute tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ne? Es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ne? Wir haben, glaube ich, alle Themen abgearbeitet bekommen. Ne? Sehr, sehr schön. Ne? Wir werden fürs nächste Mal, denke ich, auch wieder eine Vielzahl an Themen finden. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Rosa. Es war mir